Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Ja, nachdem wir unser Erbe ja antreten wollen, noch haben wir es ja nicht ganz angetreten, haben wir den Auftrag, uns hier so ein bisschen im Schloss umzusehen. Das werden wir heute in der Folge auch weiterführen. Er hatte gesagt, er wollte sich noch was zu lesen holen, aber ich glaube, das war eher so ein Fake, ne? Also ich denke mal, er will sich einfach nur ein bisschen umschauen. Warum flackert das denn hier so? Ich sehe die Familienähnlichkeit. Der hier ist sehr jung gestorben. Und der hier? Offenbar hat niemand von ihnen ein besonders hohes Alter erreicht. Kann er sich das angucken? Jetzt flackert das nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob das jetzt Geistererscheinungen sein sollen oder ob das jetzt einfach nur ein Grafikfehler ist. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Hier, ach nee, hier ist der Eingang gewesen. Dann gehen wir hier unten mal gucken. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Wir gehen erstmal nach links. Nee, da, doch, da kam ich nicht, ja. Zimmer im Esszimmer. Okay. Ah, Moment. Geh da hin. Los. Irgendwo da draußen wurde Vater gefunden. Oder das, was von ihm übrig war. Was für eine grausame Art, sich das Leben zu nehmen. Morgen früh werde ich das Gelände erkunden. Sobald die Sonne aufgegangen ist. Ja, wir könnten uns natürlich jetzt auch einfach hinlegen und auf den nächsten Morgen warten. Oh, ein Keller. Aha. Sieht aber schöner aus als ein Keller. Kann man hier irgendwie hochschauen? Kann ich ja nicht draufklicken? Das ist so ein bisschen lästig, dass der da nicht automatisch dann hingeht. Das kann ich mir angucken. Oh je. Es muss schwierig sein, hier alles sauber zu halten. Okay. Na gut. Was ist das denn? Ein Ohrring. Ich bezweifle, dass er absichtlich in die Asche geworfen wurde. Jemand muss ihn verloren haben. Die Kälte scheint den Bewohnern des Hauses nichts auszumachen. All die Feuer kämpfen einen aussichtslosen Kampf gegen die Zugluft. Ja, das ist ja meistens so in so ein Schloss. Fototeile haben wir mal wieder gefunden. Sehr schön. Kann man aber auch so nicht anklicken. Ich würde ja gerne. Oh, Moment, da ist noch was. Im Widerspruch zu allem, was ich bislang über Großvater Edward erfahren habe, verehrt Lady Margaret ihn noch immer. Tja. Der scheint ja auch irgendwie eine skurrile, also zumindest eine sehr seltsame Geschichte hinter zu sein. Was den Großvater betrifft. Können wir da durch? Verschlossen. Ja, ist ein Point and Click. Das war mir irgendwie schon klar. Okay, kann man sich aber echt drin verlaufen hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich jetzt war und wo ich noch hin muss. Und ist schon ein bisschen. Ne, kann man da durch? Nee, ne? Ist nur so eine kleine Ecke. Ja, geh doch mal da raus jetzt hier. Hallo? Hält der dich fest oder was? Geh weiter. Da kann man. Nee, da kann man nicht hier. Jetzt sind wir wieder vorne im Eingangsbereich, wenn ich das richtig sehe. Ja, da waren wir doch eben. Oder kamen wir hier raus? Da war, glaube ich, das, wo wir auf den Rechtsanwalt da getroffen sind, oder? Ja, genau, das war hier. Aber wir können uns jetzt auch nichts angucken oder so, ne? Ich habe gedacht, vielleicht können wir uns die Sachen ja nochmal mitnehmen. Aber gut, offensichtlich nicht. Tja, ist es überhaupt noch unsere Aufgabe? Das Schloss zu erkunden? Ja, es ist noch unsere Aufgabe. Okay. Kann aber natürlich auch sein, dass die Aufgabe dann zu Ende ist, wenn wir. Kann ich eigentlich hier doppelklicken und der läuft dahin? Nee, geht auch nicht. Ich
frage mich echt, wofür ich dieses Ding überhaupt habe, wenn ich das meiste eigentlich alles ohne Maus machen muss. Oder machen kann, wie auch immer. Moment. Ich dachte eigentlich, da waren wir schon. Waren wir noch nicht? Ist es das, was Vater mit der Familie der Schlangen gemeint hat? Okay. Verschlossen. Familie der Schlangen. Man kann aber nicht... Finden Sie einen Weg, den Schreibtisch in der Bibliothek zu öffnen. Brief von Davids Vater. Lesen. Familie der Schlangen. Ja, toll. Mehr stand da jetzt nicht drin, oder was? Find the answers. Steht nur Familie der Schlangen. Ja, toll. Es ist ja das hier. Vorsicht. Ach so, ja. Vorsicht, Schlüssel. Können wir die Stein... Ne, die Steinfigur können wir wahrscheinlich hier nicht benutzen, oder? Eine Notiz über eine Bibliothek. Ein Schlüssel. Und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen? Der Ohrring wird jetzt aber wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht später lösen. Ach nee, wir sollen aber jetzt einen Weg finden, das Ganze zu öffnen, ne? Das Blöde ist, der zeigt das jetzt nicht mal an. Also ich habe jetzt die Schlange gesehen. Verschlossen. Die ging irgendwie so, schlängelte die da rum. Aber wir haben nichts, wo wir jetzt, ja, wie wir das Ganze jetzt irgendwie öffnen können oder so. Okay. Ging es hier oben noch weiter? Verzweiflung von einem Mann namens Howard Phillips Lovecraft. Ah, Schatten von vergangenen Freuden, Boten von zukünftigem Leiden, da zum Wahn sie sich vereinen und der Seele Bürde sind. So ist Kummer stets Gefährte allen Lebens, voller Härte, raubt voll Inbrunst alle Werte. Fried und Ruh sind Illusion. Doch jenseits vom Weh und Ach des verhassten Lebens bald erwacht das Vergessen, das mit Macht auslöscht die endlose Pein. Die Worte einer gequälten Seele. Ja, H.P. Lovecraft halt, ne? Kann man aber so auch nichts mehr... Ja, komm. Och, Mann, geh doch mal ein bisschen weiter hier. Da ist noch was? Das Schloss von Otranto, von Horace Walpole. Damit habe ich einst angefangen, es aber nie zu Ende gelesen. Die sanfte Maid, von deren Leid erzählen diese trägen Seiten, kann denn, ob ihres schweren Schicksals, nicht eine Träne dir entgleiten? Okay, Moment, hier ist auch noch was. Geister, Legenden, antike Geschichte. Wo sind die restlichen Bücher? Welche restlichen Bücher? Reicht das nicht? Moment, von hier oben bin ich gekommen, oder? Ich meine, hier oben bin ich reingekommen. Und dann ist der... Moment, da war noch was zu lesen. Ja, genau. Das war der... Ausgewählte Gedichte von Edgar Allan Poe. Einer von Vaters Lieblingsschriftstellern. Lass mich küssen die Stirn dir. Und indem ich geh von hier, gönne dies Bekenntnis mir. Du täuschtest dich kaum. Meine Tage waren ein Traum.
Denn die Hoffnung ist geflohen in den Tag, in die Vision, in die Nacht, zu einem anderen Ort. Ist sie dann weniger fort? Was wir sehen und schauen, ist nur ein Traum in einem Traum. Ein Traum in einem Traum. War das jetzt Absicht, dass sie nur drei Zeilen davon unten in die Zeile geschrieben haben? Oder ist das jetzt irgendwie ein Bug, dass die das einfach nur nicht, ja, übersetzt haben schon, aber halt nicht mit in die Untertitel reingebracht haben? Da gehen wir mal raus. So, wir sind jetzt da, glaube ich, überall schon gewesen. Hier links haben wir noch nicht geguckt, ne? Sind wir eigentlich die Einzigen hier? Der eine Typ ist schon ins Bett gegangen. Wo ist denn die Frau? Ist die auch schon im Bett? Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Junge, pass auf, ich könnte das ganze Haus abfackeln. Ich habe sie gar nicht gesehen. Sie haben mich ziemlich erschreckt. Ich glaube, das juckt den nicht besonders. Wieso sitzen Sie hier im Dunkeln? Für mich ist es hell genug, Junge. Ah, Ihre Augen. Verzeihung, mir war nicht klar. Ich sehe mehr als die meisten, Söhnchen. Sie sind? Ich bin der, der verhindert, dass das Haus völlig zuwuchert. Mein Name ist Rory. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ich bin David Gordon. Ei, hab gehört, dass du heute kommst. Wie lange arbeiten Sie schon für die Gordons? Ich bin schon immer Gärtner. Und ich gehe manchmal angeln. Am See ist es wunderschön. Beruhigt die Nerven. Kannten Sie meinen Vater? Ich kannte ihn, ei. Eine Schande, was Sie mit ihm gemacht haben. Wie meinen Sie das? Wer sind die? Okay, sehr gesprächig ist der Kerl jetzt nicht gerade. Ich lasse Sie dann mal zu Abend essen. Ein Gordon zu sein kann ein Fluch sein, Junge. Dein Vater hat das am eigenen Leib erfahren. Sieh dich vor, nicht in seine Fußstapfen zu treten. Ja, komischer Kerl irgendwie. Blut. Nicht menschlich, nehme ich an. Halt, stopp. Nein! Besser auf Nummer sicher gehen. So, haben wir denn noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Vielleicht Fotostücke oder so? Wir haben ja jetzt ganz viele Fotostücke. Kommen wir hier nicht durch, oder was? Hallo? Oh, dein Ernst? Ah, sowas kann mich dann mittelprächtig wütend machen. Rory ist einfach in der Dunkelheit verschwunden. Ja, ist doch sein gutes Recht, ich meine. Ah, Moment, hier kann man noch was aufmachen. Vielleicht kann ich das noch gebrauchen. Ich
weiß nicht warum, aber irgendwie erwarte ich immer, dass gleich irgendetwas aus den Schubladen rausgesprungen kommt oder sowas. Was haben wir denn jetzt überhaupt hinzugefügt? Moment. Steinfigur. Ein Draht. Was soll man denn mit Draht? Des Diebes bester Freund. Und ach gut für so manch einen Fakir-Trick. Mhm. Okay. Ja gut, geht's hier noch weiter? Da geht's noch weiter. Hier können wir anscheinend nichts mehr nehmen. Moment, kam... Nee, da kam er doch nicht her, oder? Hm. Doch, da kamen wir her. Keine Ahnung, warum... Dürfen wir jetzt hier nicht weiter? Hallo? Was war denn das hier? Ist das geblockt? Okay, dann schauen wir uns halt oben nochmal ein bisschen um. Ich denke, dass wir unten soweit wohl alles haben. So, Moment, da waren wir, glaube ich, am Anfang noch gar nicht, ne? Fototeile! Okay, ich wollte aber eigentlich gucken, ob ich durch die Türen hier durchkomme. Aber dem scheint nicht so zu sein. Moment. Schloss knacken. Moment, wir untersuchen erstmal. Muss im Herrenzimmer etwas für mich hinterlassen haben. Ich könnte morgen Mr. McKinnon bitten, es für mich zu öffnen. Aber dann wird er mir im Nacken sitzen. Und wer weiß, was ich dort finde. Okay, für mich Grund genug, das Schloss zu knacken. Das Schloss ist zu schwer, Mist. Zu alt. Das wird nicht funktionieren. Ja, dann können wir da wohl erstmal nichts machen. Mal schauen. Nee, da sind wir hergekommen. Das war unser Zimmer. Eieiei, ich sage, es ist sehr kompliziert. Hier sind wir aber auch vorhin rumgelaufen, glaube ich. Hier haben wir, meine ich, auch alles gesehen. Den Lastenaufzug haben wir auf jeden Fall gesehen. Da sind wir runtergegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, hier geht es nochmal hoch. Moment. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Da ist noch eine Tür. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Wir gehen jetzt erstmal die Treppen hoch. So, was ist das? Kommen wir da rein? Anscheinend nicht. Das ist aber auch das Einzige hier. Okay, da müssen wir wieder... Wir sollen ja eigentlich immer noch das Ding öffnen. Da dürfen wir auch nicht rein. Hey. Nachts in fremde Schlafzimmer platzen? So verschafft man sich kein Vertrauen. Okay. Ja, dann haben wir eigentlich schon alles, ne? Dann würde ich normalerweise... Boah, jetzt läuft der nicht. Dann würde ich normalerweise sagen, wenn der mal nicht überall hängen bleiben würde, heißt das, dass wir uns mal hinlegen, weil das Schloss werden wir definitiv jetzt auf die Schnelle nicht... Ach, Moment. Ach, ich bin so blöd. Moment, wie kam er denn jetzt dahin? Wir müssen erstmal die Treppe runter... Aha, ich wollte gerade noch sagen, das Schloss werden wir auf die Schnelle nicht geknackt kriegen. Damit meinte ich aber eigentlich nicht die Tür hier oben, sondern damit meinte ich eigentlich das Schloss von der Bibliothek war das. Nee, Moment, Bibliothek, da sind wir hier rausgekommen, glaube ich. Kann auch sein, dass es beide Türen waren. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Genau hier und da müssen wir hoch. Weil das Schloss dürfte eigentlich mit dem Ding knackbar sein, oder? Messer verwenden, Draht verwenden. Mal schauen. Das war lauter, als ich dachte. Ja, wir hätten, glaube ich, doch lieber den Draht nehmen sollen, oder? Scheiße. Okay. Kann man hier irgendwas machen? Das ist anscheinend irgendein Schlangenrätsel. Ich kann hier nichts machen, ne? Ich kann hier nirgendwo, ich kann auch nirgendwo hingucken. Hm.
Schauen wir mal. Hier unten war doch... Moment, das ist auch noch was. Das ist nicht die richtige Kombination. Eine Kombination. Okay, ich sehe schon. Ich muss mir mal wieder einen Zettel hier hinlegen. Falls ich irgendwo Kombinationen sehe, dass ich... Ich schreibe es mir mal eben auf. Das ist echt schrecklich. Es tut mir auch leid, dass ich das jetzt hier mache. Also eine Kombination aus 4 Zahlen muss das sein. Okay. Damit ich überhaupt noch weiß, wo ich das machen muss. Weil ich kenne mich. Sollte ich dann wieder 1-2 Tage nicht spielen, habe ich wieder absolut keine Ahnung, was ich davor eigentlich gemacht habe. Verehrte Lady Gordon, ich schreibe Ihnen mit größter Dringlichkeit. Ich benötige Informationen über meinen Patienten, Ihren Sohn, Mr. John Gordon. Während unserer Gespräche macht er Andeutungen über sein Verhältnis zu seinem Vater, geht aber auf Nachfrage nicht weiter darauf ein. Auf meine vorherige Bitte haben Sie nicht reagiert, deshalb schreibe ich erneut, um mit Nachdruck darauf zu bestehen, dass Sie mir die benötigten Antworten zukommen lassen. Die Genesung Ihres Sohnes hängt davon ab. Hochachtungsvoll, Dr. Lea Farber. Bethlehem Hospital, London. Welche Geheimnisse über meinen Vater verbirgt Lady Margaret? Kann man das lesen? Irgendwie? Hallo? Nein, du sollst stehen bleiben. Ich will mir das angucken. Aber ich kann das... Vater wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Das wird helfen. Tja. Was sagt uns das jetzt hier? Moment. 4-2. Das habe ich doch schon mal. Vater wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Ja. Das wird helfen. Ja, ja. Kann ich hier. Ach so, muss ich hier zurück. Mal eben schauen. Schreibtischnotiz. Und wir haben doch... Haben wir doch die gleiche Notiz dann auch hier drauf. Nee, das ist eine andere. Da kommt aber auch 4-2 raus. Soll ich da 4-2, 4-2 nehmen? Ich meine, können wir mal probieren. Nee, Moment, das ist eine 5. 4252. Kann ich ja eigentlich mit Escape raus? Das ist nämlich einfacher für mich zum Drücken. Okay, also 4252. Wir schauen hier nochmal nach. Verschlossen. Oder auch nicht? Da können wir leider nicht knacken. Schade. Moment, da ist noch was zum Nehmen. Was war das? Fototeile. Sehr schön. Okay, dann schauen wir hier nochmal eben. Also, wie kann ich denn... Achso. Nein, du solltest eigentlich das nehmen, wo ich draufstehe. 4-2-5-2. Das ist nicht die richtige Kombination. Dann probieren wir mal 5-2-4-2. Ich glaube ja nicht, dass es so einfach ist, aber ich sag mal, probieren können wir es auf jeden Fall mal. 5, 2, 4, 2. Das ist nicht die richtige Kombination. Ich sehe hier gerade was. Ja, Moment. Ich muss mir das mal eben abmalen, weil man kann das ja leider nicht direkt miteinander vergleichen. Aber ich glaube nicht, dass wir dadurch jetzt direkt eine Zahl kriegen. Ich bin mir aber nicht sicher. So, Moment. Hallo? Ich möchte gerne... Ah, jetzt. So, Schreibtischnotiz. Kann man das so drehen, dass man das auch sieht? So. Mathematische Aufgaben, okay. Das minus dem ist 2. Die haben wir aber...
Das haben wir nur einmal dabei. Ja, so richtig können wir daraus jetzt nicht wirklich was ableiten, ne? Was steht hier auf dem Brief drauf? Ich weiß nicht, ob das. Ich nehme mal an, das soll 10 heißen. Und dann wäre das plus das, wobei das jetzt eventuell auch 2 sein könnte, wäre dann 10. Das heißt, dementsprechend müsste das eigentlich 8 sein. Vermute ich jetzt einfach mal. Und das hier müsste dann 4 sein. Das heißt, es könnte 2 plus 2 würde ja nicht gehen. Also dementsprechend 1 plus 3 oder 3 plus 1. Vermute ich jetzt mal. Das heißt, beide Zahlen könnten entweder 1 oder 3 bedeuten. Ist jetzt alles nur Spekulation, aber ja. Ich versuche das jetzt mal zu Schlussfolgern. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, sollte das nicht funktionieren, werde ich definitiv den Rest in der nächsten Folge machen, weil wir nämlich schon ganz schön über der Zeit drüber sind. So, dann haben wir das hier. Da haben wir gesagt, das müsste 8 sein. Das heißt, das müsste eigentlich dann 10 sein, aber das interessiert uns ja eigentlich nicht. Da haben wir gesagt, es ist entweder 1 oder 3. Das heißt, das würde schon 4 ergeben. Dann müsste die Zahl. Ja, da müsste die Zahl eine 1 sein. Das heißt, dieses P in Anführungszeichen müsste die 1 sein, das die 3. Die Frage ist jetzt, die große Frage ist jetzt, was ist dieses andere Zeichen? Ich muss hier nochmal eben rein. Boah, dieses Ding, das macht mich wahnsinnig. Das ist ja ein ganz anderes Zeichen hier. Ich würde behaupten, dass das hier die 3 ist. Das heißt, wir machen das, nee, andersrum. So. Das wissen wir nicht. Und das müsste rein theoretisch die 1 sein. Wir sind uns da nicht sicher. Besser gesagt, ich bin mir da nicht sicher, aber anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. So. Ich lasse jetzt erstmal die 2 Das ist drin. nicht die richtige Kombination. Ja, dachte ich mir schon, aber man kann es ja probieren. Die 1 könnte es ja nicht sein. Nee, andersrum. Die 1 kann es ja nicht sein, die 3 kann es nicht sein. Also versuchen wir es mal mit der Das 4. ist nicht die richtige Kombination. Wir probieren es jetzt einfach noch mal kurz vorm Ende. Nein, Mann. Einfach noch mal alles Das aus. ist nicht die richtige Kombination. Ja. Das sah mir jetzt gerade gut aus. Moment, jetzt schreibe ich mir das mal auf. 3618. Das hörte sich nämlich jetzt an, als ob da irgendwas. Mal sehen, was Vater für seine eigene Familie Aha! verstecken wollte. Okay. Wofür magst du wohl sein? Perfekt. Können wir das Ding auch mitnehmen? Nee, das gehört so dazu, ne? Ja, gar nicht mal so doof, das Rätsel. Ich meine, gut, wenn man sich ein bisschen mit Mathematik und mit solchen Sachen auskennt, kommt man zum Glück drauf. Aber das war jetzt wirklich, ja, die letzte Zahl musste ich definitiv raten. Hat das Ding irgendwas hiermit zu tun vielleicht? Können wir das hier mit. Ach so, wir müssen es sowieso erstmal angucken, nehme ich mal an, oder? Inventar. Ne, Moment, das ist ganz. Schreibtischschlüssel. Wie schreibt. War da jetzt ein Schreibtischschlüssel drin? Hä? Der hat doch gerade was anderes rausgenommen. Bin ich ein Deppert oder was? Guck dir das Ding doch mal an. Hallo. Ich würde es ja auch so drehen, dass du das besser angucken kannst, aber komm. Irgendwie bezweifle ich, dass jemand außer meinem Vater den Schreibtisch öffnen konnte. Mit diesem Schlüssel komme ich ein Stück weiter. Vielleicht. So, jetzt untersuchen wir das noch. Aber da war jetzt nichts um. Kann ich hier. Nee, da konnte ich auch nicht nach oben und unten, ne? Also ich kann hier immer noch nichts machen. Ich kann auch den Schlüssel scheinbar nicht benutzen. Das heißt, ich werde jetzt mal hier komplett rausgehen erstmal.
Wenn ich denn darf. Hallo? Achso, ich kann ja auch noch hochgucken, sehe ich gerade. Das habe ich jetzt eben nicht gesehen. Ja, das ist alles nur hier. Ja gut, wieder ein neues Geheimnis, was wir allerdings nur so halb gelüftet haben, muss ich dazu sagen. Ich würde sagen, damit wir die Spuren verwischen, machen wir das Ding jetzt erstmal zu, damit dann alle glauben, dass niemand da dran gewesen ist. Ja, und dann würde ich auch sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Das erste Rätsel mit Bravour gemeistert. Sehr schön. Mit den Schlangen scheinen wir jetzt erstmal noch nichts anfangen zu können, aber ich hoffe und ich gehe mal stark davon aus, dass sich das im Laufe der Zeit noch ändern wird. Und ja, ich bin echt mal gespannt, was da noch so an Rätseln auf mich zukommt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!